Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Wir haben, wie ich schon erwähnt habe, 50% von Früchte bekommen automatisch zugeteilt. Und es gab immer Ausnahmen. So, jetzt noch einmal der letzte Satz. Im strengen Leben der Tapasya gibt es keinen Raum für die Gemeinschaft mit Frauen. Und weil das menschliche Leben für Tapasya oder Selbsterkenntnis bestimmt ist, schreibt die wahre menschliche Zivilisation, die durch das System des Sanatana Dharma oder die Schule der vier Kasten und vier Stufen des Lebens gebildet wird, auf drei Stufen des Lebens strenge Trennung von der Frau vor. In der Reihenfolge allmähliche kulturelle Entwicklung kann das menschliche Leben in vier Abschnitte gegliedert werden. Und das ist auch interessant, wie Srila Prabhupada hier das formuliert. In der Reihenfolge allmähliche kulturelle Entwicklung. Das ist eigentlich, wofür ISKCON dasteht. Also das ist, was wir hier machen, um eine Reform zu leben. Und Kultur bedeutet nicht nur Kino zu besuchen, Konzerte zu besuchen, sondern Kultur des Lebens, eine Lebenskultur. Wie lebe ich eigentlich? So, vier Abschnitte. Zölibat, Haushälterleben, Loslösung und Entsagen. Oder Brahmacharya, Grihastha Ashram, dann Vanaprastha Ashram und Sannyas Ashram. Während der ersten Lebensstufe bis zum 25. Lebensjahr sollte der Mann unter der Aufsicht eines echten spirituellen Meisters als Brahmachari geschult werden. Vor allem, um zu verstehen, dass die Frau die eigentliche bindende Kraft im materiellen Dasein ist. Wenn jemand aus der materiellen Knechtschaft des bedingten Lebens frei werden möchte, muss er von dem Gefühl der Zuneigung zu weiblichen Formen frei werden. Die Frau oder das schöne Geschlecht ist das bezaubernde Prinzip für die Lebewesen. Und die männliche Form, insbesondere unter den Menschen, ist für Selbsterkenntnis bestimmt. Und wir gratulieren dann immer den Frauen, die das auch verstanden haben, dass das menschliche Leben für die Selbsterkenntnis bestimmt ist. Die ganze Welt bewegt sich unter dem Zauber weiblicher Anziehungskraft. Und sobald sich ein Mann mit einer Frau verbindet, wird er ein Opfer der materiellen Knechtschaft, gebunden mit einem festen Knoten. Natürlich, das Gleiche gilt für die Frau, vice versa. Die Wünsche, die materielle Welt zu beherrschen, im Rausch eines falschen Gefühls der Herrschaft, beginnen vor allem kurz nachdem ein Mann eine Verbindung mit einer Frau eingegangen ist. Der Wunsch, ein Haus zu erwerben, Land zu besitzen, Kinder zu haben und in der Gesellschaft Ansehen zu genießen, die Zuneigung zur Gemeinde und zum Geburtsort sowie das Streben nach Reichtum. All diese Dinge sind Fantasiebilder oder illusorische Lebensträume, die einen Menschen belasten und so seinen Fortschritt auf dem Pfad zur Selbsterkenntnis, dem wahren Ziel des Lebens, behindern. Der Brahmachari, ein Knabe von 5 Jahren, der zumeist aus der höheren Kasten kommt, nämlich von gelehrten Eltern, Brahmanas, verwaltenden Eltern, Kshatriyas, oder kaufmännischen Eltern oder Landwirten, Vaishyas, wird bis zum 25. Lebensjahr unter der Obhut eines echten Guru oder Lehrers geschult. Unter strenger Zucht, sagt Srila Prabhupada, unter strenger Zucht, lernt er die Werte des Lebens verstehen und er lernt, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Der Brahmachari wird dann erlaubt, heimzukehren und durch Heirat mit einer geeigneten Frau ins Haushälterleben einzutreten. Es gibt aber auch viele Brahmacharis, die nicht heimkehren, um Haushälter zu werden, sondern das Leben als Naishtika Brahmacharis, ohne jede Verbindung mit Frauen fortsetzen. Naishtika Brahmachari bedeutet, er hat noch nie eine Frau berührt, er hat noch nie mit einer Frau alleine einsam gesprochen, er hat noch nie seinen Samen vergossen. Von Anfang an Zölibatär. Sie treten in den Stand des Sannyasa, den Lebensstand der Entsagung ein, weil sie sehr wohl wissen, dass die Verbindung mit Frauen eine unnötige Last ist, die die Selbsterkenntnis behindert. Weil das geschlechtliche Verlangen auf einer gewissen Stufe des Lebens sehr stark ist, kann der Guru dem Brahmachari erlauben zu heiraten. Diese Genehmigung wird einem Brahmachari gegeben, der nicht imstande ist, den Weg des Naishtika Brahmachari weiterzugehen. Und der echte Guru weiß zu unterscheiden, auf wen dies zutrifft und auf wen
nicht. Bei uns ist das heutzutage nicht mehr so. Ja? Da findet man schon eine Kandidatin, ja? oder man findet einen Kandidaten, wenn das eine Brahmacharini sein sollte. Und dann bittet man Guru um Segnungen, ja, bitte um Segen, um zu heiraten. Ja. Aber solange man ein Brahmachari ist, sollte man zuerst sich dem Guru nähern und sagen, Entschuldigung, ich habe ein Problem. Ich kann meinen Brahmacharya nicht mehr leben, nicht mehr erhalten. Und deswegen möchte ich dir um Erlaubnis bitten, jetzt meinen Ashram zu wechseln. Aber sofort zu springen, so eben ein Guru, mit seinen eigenen Schatten zu springen, als Brahmachari schon eine Beziehung einzugehen und dann um Segnungen oder besser gesagt um Erlaubnis zu bitten, das ist nicht die Tradition. Also man sollte zuerst das mit dem Guru klären und dann schaut man einen Kandidaten aus. Okay, ich kann jetzt nicht Brahmachari werden, ich muss diese Transformation machen, das ist erlaubt, kein Problem. Aber man sollte die Etikette, die wahre Etikette wissen. Und wie wir hier sehen, eigentlich ist ein Brahmachari. Wenn man sich wirklich als Brahmachari identifiziert und wenn man vor allem Safran trägt, das bedeutet, dass die Vorbereitung auf Sannyas. Letztendlich, das ist Vorbereitung auf Sannyas. Interessanterweise sogar bei anderen Yoga-Institutionen, zum Beispiel bei Yoga Vidya, diejenigen, die Brahmachari bekommen, die bleiben nicht lange Brahmacharis. Das ist nur Vorstufe zu Sannyas. So sehen sie das. Also sehr wenige Leute bekommen dort Brahmachari, Kleidung und so weiter. Ja. Und diejenigen, die bekommen, die werden sofort trainiert auf Sannyas. Interessant. Ja. Ein Programm zur sogenannten Familienplanung ist nötig. Der Haushälter, der nach einer gründlichen Schulung im Brahmacharya mit einer Frau nach den in den Schriften niedergelegten einschränkenden Regeln zusammenlebt, kann nicht ein Haushälter nach dem Vorbild der Katzen und Hunde sein, sondern er wird sich nach seinem 50. Lebensjahr von seiner Frau als Vanaprastha zurückziehen und sich darin üben, allein ohne weibliche Gemeinschaft zu leben. Ich habe nur noch 4 Jahre übrig, ist nicht viel. Das muss man auch dann verstehen. Das sind diejenigen, die mit 25 geheiratet haben, Kinder bekommen haben. Die Kinder sind so groß. Die Kinder sind schon erwachsen und er hat dann keine Pflichten mehr. Für die Frau ist gesorgt. Sie hat ihren Unterhalt, ihre Pension sozusagen. Für die Kinder ist gesorgt. Die haben schon einen Beruf, haben schon wahrscheinlich eine eigene Familie gegründet. Und dann man ist frei von diesen Pflichten, Familienpflichten. Wenn er sich genügend geübt hat, dieser Vanaprastha, wird der gleiche zurückgezogene Haushälter Sannyasi, streng getrennt von jeder Frau, sogar von seiner ehemaligen Gattin. Wenn man das gesamte System der Loslösung von Frauen näher betrachtet, wird es klar, dass die Frau ein Hindernis für Selbsterkenntnis ist und der Herr erschien als Narayana, um das Prinzip zu lehren, sich von Frauen mit einem Gelübde im Leben zu lösen. Das heißt, man muss dann verstehen, auch welche Frau hier gemeint ist. Das ist nicht eine Frau, die verstanden hat, ich bin nicht dieser Körper, mein Mann ist nicht dieser Körper. Nicht eine Frau, die sich auf den spirituellen Pfad bewegt. Der Gurkishodas Babaji Maharaj, unser großer Acharya, sagte, eine Vaishnavi-Frau zu bekommen, das ist das größte Glück. Und das ist sehr selten, eine echte Vaishnavi-Frau zu bekommen. Und Srila Prabhupada warnt, wenn du eine Vaishnavi Frau bekommst, die ist nicht für deinen Sinnengenuss eigentlich bestimmt. Sie ist da, um dir zu helfen und du bist da, um ihr zu helfen, zurück nach Hause zu Gott zu gehen. Das ist eine sehr, sehr große Segnung, eine Vaishnavi als Frau zu bekommen. Und die sollte man eigentlich eher als eine Gopi sehen, die dann für Krishna da ist, als eigene Frau, das ist jetzt meine Frau, das ist jetzt mein Ehemann. Das ist nicht einfach. Das braucht Zeit. Und Srila Prabhupada erwähnt, da gibt es eine Zeit, wo sexuelles Verlangen sehr stark ist. Und das muss man auch berücksichtigen. Okay, aber man arbeitet dann schon mit dieser Sicht,
eines Tages muss ich davon frei werden. Ja, das ist ganze Lebensplanung. Okay, wann kann ich mich loslösen dann endlich? Wann kann ich das aufgeben? So, das heißt, Naranarayana sind erschienen als Brahmacharis. Ja, da gibt es diese ganze Geschichte, die ich auch noch kurz dann noch einmal erzählen werde. Die Halbgötter, die auf das genügsame Leben der strikten Brahmacharis neidisch sind, versuchen oft, deren Gelübde zu brechen, indem sie Soldaten des Liebesgottes zu ihnen schicken. Und nicht nur die Halbgötter, wir haben Geschichten aus Chaitanya Charitamrita, wie die einflussreiche Herrscher und sehr reiche Leute auch neidisch werden. Ja, das ist Anziehen, das ist, was sie nicht haben, die Entsagung. Ja, das ist dann für sie irgendwie dann auch eine Störung, das ist irgendwie passt nicht in meine Welt rein. Und dann versuchen sie auch, Prostituierte zu schicken oder irgendjemanden zu schicken, um das Gelübde des Heiligen zu brechen. Doch im Falle des Herrn war der Versuch erfolglos. Die himmlischen Schönheiten sahen, dass der Herr unzählige solche Schönheiten durch seine mystische Kraft erschaffen hat, kann. Er fühlte sich daher zu nichts und niemandem außerhalb seiner selbst hingezogen. Ein bekanntes Sprichwort lautet, dass ein Bäcker niemals Kuchen isst. Ein Bäcker, der jeden Tag Kuchen backt, wird kaum den Wunsch verspüren, Kuchen zu essen. In ähnlicher Weise kann der Herr durch seine innere Freudenkraft unzählige spirituelle Schönheiten hervorbringen und wird sich nicht im geringsten zu den falschen Schönheiten der materiellen Schöpfung hingezogen fühlen. Wer hierüber nicht Bescheid weiß, behauptet törichterweise, Shri Krishna habe in seinem Rasa-Lila in Vrindavana Frauen genossen oder habe mit seinen 16.000 Ehefrauen in Dwaraka ein lustvolles Leben geführt. Das ist ein bekannter Einwand von sogenannten Hinduisten, die dann Krishna schmähen und sagen, wie kann er Gott sein, so ein lustvoller Mann oder lustvoller Mensch, weil die verstehen nicht, dass er Gott ist. Und was ist dann Position Gottes, dass er nicht von der Materie angezogen wird und deswegen auch die Materie auf diese lustvolle Art und Weise nie genießen wird. Nicht, wo er dann etwas nur haben möchte für sich, sondern eigentlich es geht um einen spirituellen Austausch ohne selbstlose Motivation. So, die Erläuterung ist damit zu Ende. Noch einmal der Vers. Seinem persönlichen Vater, Tapasya zu zeigen, erschien der Herr als die Zwillinge Narayana und Nara im Leib Murtis, der Frau Dharmas und der Tochter Dakshas. Himmlische Schönheiten, Begleiterinnen des Liebesgottes, versuchten seine Gelübde zu brechen. Jedoch waren sie erfolglos, denn sie sahen, dass viele ihnen gleiche Schönheiten aus ihm, der persönliche Gottes, hervorgingen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Tirtha Swaminiti Namini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hari Hari. Hare Rama, Rama Rama, Hari Hari. So, solche Erläuterungen von unserem Gründeracharya, Srila Prabhupada, sind sehr essentiell, aber auch gewissermaßen schwierig, damit umzugehen. Vor allem für diejenigen, die auf der materiellen Ebene sich noch befinden, die sich als Frau oder Mann oder Humanist oder dieses und jenes identifizieren. Was zu sprechen von Feministinnen, das ist ein Brocken, das man nicht überwinden kann. Und das muss man dann übersetzen, und es ist nicht eine leichte Aufgabe, das zu erklären, wie ist das dann wirklich gemeint, weil das erscheint, als ob ein Chauvinist eigentlich das schreiben würde, jemand, der wirklich was gegen Frauen hat. Und es gibt viele solche Meinungen, sogar über unseren Shri Prabhupada,
dass er eigentlich nicht wirklich die Menschen liebte, weil er nicht die Frauen liebte. Dann, wie kann er die Menschheit lieben? Wie kann er der beste Freund der Menschheit sein, wenn er sowas schreibt? Also einfach Frau mehr oder weniger als niederwertig hier darstellt. Natürlich auf anderen Stellen schreibt er auch, dass die Männer, die unter Herrschaft der sexuellen Lust stehen, nicht besser sind als Hunde und Katzen. Das erwähnt er auch hier in dieser Erläuterung. Aber da muss man auch den weiteren Hintergrund haben und verstehen, was alles gemeint hat. Solange wir uns als diese Körper identifizieren, sind nicht besser als die Tiere und haben tierische Neigungen und nehmen dann die Seiten. Ich muss für die Frauenrechte kämpfen, ich muss für diese Rechte kämpfen, ich muss für jene Rechte kämpfen. Und die einzige Lösung, das alles zu versöhnen und die Einheit in Verschiedenheit zu schaffen, ist auf die spirituelle Ebene zu kommen. Und der Weg wird hier beschrieben, dass man sich langsam erheben muss durch das richtige Verständnis, was ist der wahre Unterschied zwischen dem Körper und der Seele. Und wo das Problem liegt, nämlich in unserer Identifikation mit verschiedenen Sachen. Und somit ist auch das Haushälterleben ist ein tiefes Brunnen für diejenigen, die nicht den Zweck eigentlich verstehen, den wahren Zweck. Dass man sich sogar dann durch das Haushälterleben erheben kann. Und die meisten Menschen erniedrigen sich, weil sie größere und größere Anhaftung entwickeln. Oh, wie schön meine Familie ist und dieses und jenes und alles wäre perfekt, aber mein Mann ist verstorben und wir haben einen großen Wunsch gehabt, noch einmal eine Donauschiffreise zu machen. Und das haben wir jetzt nicht geschafft, aber im nächsten Jahr mache ich das, also für uns. Ja, und er wird bei mir sein und ich werde das machen und dann ist das Bild komplett. Ja. Und das ist eigentlich schrecklich, wie arm unser Dasein sein kann, ohne Gott, ohne Liebe zu ihm und ohne spirituellen Verständnis. Gut. Gibt es Fragen, Kommentare, Anregungen zum Thema? Ja, Lena. Also dieser Pathos ist ja vor allem jetzt für Männer, also was soll ich jetzt da herausziehen oder auch die anderen Frauen? Mhm. Wenn du einmal dann verheiratet bist, dann solltest du verstehen, dass du dem Ehemann helfen solltest, seine Lust zu transformieren und dich nicht nur als Lustobjekt zu sehen, sondern in erster Linie als eine spirituelle Seele, als eine Partnerin auf dem gemeinsamen Weg zurück zu Krishna, zurück zu Gott. Ja. Ist das die Antwort? Oder? Ja, zu einem Teil. Mhm. Das bezieht sich jetzt eben auf das Haushälterleben, so in diesem kleinen Abschnitt. Ja. Ja. Was mache ich davor und was mache ich danach? Was ist davor und danach meine Aufgabe? Mhm. Also Srila Prabhupada hat auch gütigerweise den Frauen die Möglichkeit gegeben, Ashram zu leben. Die Tradition war eigentlich, die weiblichen Ashramas zu haben, wo die Frauen dann unter sich zu leben, so wie ein Nonnenkloster auch in unserer christlichen Tradition. Durch die gesellschaftliche Entwicklung, vor allem in Amerika, ist es dazu gekommen, dass wir jetzt gemischte Ashramas haben in ISKCON. Und grundsätzlich, Sadhana ist die gleiche, die Dienstmöglichkeiten sind die gleichen. Und man hat die gleiche Möglichkeit, Fortschritt zu machen wie die Männer. Ja, es sollte eigentlich darin einfach kein Unterschied sein. Das war auch interessant. Ich habe Begegnungen wieder so Treffen gehabt im Institut für Indologie. Also die haben uns besucht vor 2 Wochen oder so. Dann habe ich den Besuch erwidert dort in München. Und der Professor dort erzählte von der Erfahrung seiner Frau,
sie hat in den 70er Jahren oder so, 80er Jahren, keine Ahnung, unseren Münchner Tempel besucht. Und was sie dort erlebte, sie war mit einer Freundin noch zusammen und das waren auch die Jahre der Befreiung, der allgemeinen Befreiung, der sexuellen Revolution, der Frauenrechte, was auch natürlich wichtig war. Das waren auch alle wichtigen Entwicklungen, aber die müssen jetzt in die richtige Bahn gelenkt werden, durch das spirituelle Verständnis. Und sie haben irgendwie den Eindruck gewonnen, dass die Männer nur herumsitzen und die Frauen die ganze Arbeit machen dort. Ja, Prasadam aushelfen und dieses hier und putzen. Und das war der Eindruck. Die haben gesagt, nein, vielen Dank, danke schön. Wir gehen jetzt und kommen nie wieder. Das heißt, wie Ananda Krishna Prabhu gestern gesprochen hat, wir haben die verschiedenen Pflichten. Manche Pflichten sind in Bezug auf unseren Körper. Auf der körperlichen Ebene sind unsere Körper, Frauen und männliche und weibliche Körper, sind verschieden. Und wenn man intelligent ist, dann wird man diesen Unterschied wertschätzen. Und dann wird man nicht versuchen, die Pflichte des anderen Geschlechts unbedingt mit allen Mitteln zu befolgen. Etwas sein, was man jetzt im Moment nicht ist. Den Körper zu machen zu dem, wofür eigentlich der Körper nicht geschaffen wurde. Das wäre dann das Verständnis von Naimittika Dharma oder zeitweiligen Pflichten in Bezug auf den Körper. Und dann haben wir Nitya Dharma, die ewigen Pflichten in Bezug auf Krishna. So wie es sich Krishna das gedacht hat mit uns. Weil es kann sein, obwohl wir jetzt in Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.